Herzlich willkommen hier zum letzten Gruppenspieltag der Champions League. Bayern München empfängt zu Hause Atletico Madrid. Und nicht nur in der Gruppenphase ist es spannend, sondern auch in unserem FIFA-Projekt, in unserer Statistik. Denn momentan, wenn wir alle Champions League-Spiele zusammenziehen, hat Mucke einen Sieg mehr, das heißt auch 3 Punkte mehr, sowie 3 Tore mehr erzielt. 3 Punkte, 3 Tore, Rückstand gilt es für mich jetzt hier also heute und morgen denn aufzuholen, damit ich vor der Winterpause als besserer Spieler hier aus der Champions League hervorgehen kann. Und dafür haben wir natürlich wieder 4 absolute Kracher. Wir beginnen hier mit Bayern München gegen Atletico Madrid. Außerdem haben wir auch noch Gladbach. Die sind in Barcelona gefordert. Auch da das spanische Duell. Dann Leverkusen gegen Monaco. Und die Dortmunder sind natürlich... Oh, scheiße. Oh, das war zu schlecht. Die Dortmunder sind natürlich auch dabei. Und die spielen gegen Real Madrid. Also richtig schöne Partien. Am Donnerstag haben wir dann noch für euch Schalke im Programm gegen Salzburg. Schalke ist ja mit Mainz die Vertretung in der Europa League, aber der Gegner von Mainz lässt sich ja hier bei FIFA 17 nicht finden. Das heißt, wir haben dann eben am Donnerstag nur ein Match für euch. Ja, leider. Ja. Aber egal. Egal. Ich finde das immer noch ziemlich krass. Ich habe in der Champions League so deutlich geführt und jetzt habe ich das nach und nach abgegeben. Ja, vor allem am letzten Spieltag, muss man sagen. Da hattest du nur 1 Punkt geholt, 1 Unentschieden gelang dir und 3 Niederlagen hast du kassiert. Und 3 Niederlagen heißt schon mal direkt 9 Punkte hergeschenkt. Mhm. Ja, und dann geht's natürlich schnell. Das passiert mir aber hier jetzt heute hoffentlich nicht nochmal. Es war lustigerweise auch der erste Champions League Spieltag, den ich gewonnen habe. Und dann gleich so deutlich, das hat sich dann bemerkbar gemacht. Der Spieltag davor, der war ja schon ausgeglichen. Ja. Da war ja alles gleich. Der mussten wir, das war unser allererster Spieltag überhaupt, den wir unentschieden feiern mussten. Scheiße, jetzt sehe ich gelb. Also hier Champions League ist mega spannend. Bayern ist ja schon durch, Atletico ist ja glaube ich auch schon durch. Ja. Wir sind ja beide schon für K.O.-Phase qualifiziert. Aber Bayern muss sich natürlich zeigen, also ja, das die war ja aus ihrer Formkrise raus. Die genau. Haben zwar gegen Leverkusen in der Bundesliga gewonnen, aber das war eher, ich sag es mal, unberechtigt. Die Hand Martinez, sie hat da gut nachgeholfen. Ja. Also die Krise bei Bayern hält auch trotzdem weiter an. Ja. Ja, denkt auch an das Tippspiel. Schreibt uns mal, was ihr glaubt, wie diese Partie hier ausgeht. Ein R davor für die reale Begegnung, ein F davor für das FIFA-Match. Und auch noch nachher das Tippspiel auswerten, ne? Darfst genau. Du nicht vergessen. Den letzten Bundesligaspieltag hat Mucke gewonnen. Vielleicht kann er diese gute Form nutzen, um mit Bayern endlich mal zu siegen. Das ist ja bei uns irgendwie so ein heikles Thema. Ja, das schaffen wir gar nicht. Also jeder, der bis jetzt Bayern gespielt hat, entweder ging es unentschieden aus oder hat verloren. Ja. Oh, jetzt aufpassen. Mist. Ja, geht doch. Oh, was ein Jubel hier beim 1-0 für FC Bayern München. Ja, ich darf hier auf gar keinen Fall verlieren. Das wären 6 Punkte Rückstand. Wenn noch 3 spielen. Na, das wird echt heftig. Ja gut, Punkte gehen ja für uns in der Statistik ja so gesehen nach der Gruppenphase weiter. Ja, aber ich will trotzdem in der Winterpause schon vorne liegen. Nee, das also will, vor der Winterpause. Das, nee, wenn ich das in der Bundesliga schon nicht schaffe, will ich das wenigstens in der Champions League haben. Ich weiß ja nicht, aber ich glaube in der Europa League ist es komplett ausgeglichen. Da bin ich auch noch 3 Punkte hinter dir, aber da habe ich die bessere Tordifferenz. Ja, das heißt gewinnen und du bist da Winterpause-König. Ja. Es bleibt spannend hier. Endlich führt mal Bayern, wenn wir Bayern spielen. Das hatten wir so auch noch nicht. Ja, das stimmt. Selbst wo du Bayern gespielt hast gegen Rostov. Jetzt. Da war es auch schon knapp. Also 2-1 war es ja. Oh. Ey, diese scheiß Latte. Das müssen wir uns nochmal angucken. Zack. Meine oh, Fresse. Das war geil. Das war einfach nur geil. Oh.
Martina Neuer, Glanzparade. Es gab ja eine Zeit, da habe ich die Latte und Pfosten getroffen und der Ball ist immer reingegangen. Aber wenn ich die Latte treffe, der Ball springt immer raus. Das ist so bitter. Oh. Schon am Bundesliga-Wochenende habe ich die ja zur Genüge getroffen. Ja. Und nicht den Kasten. Obwohl, beim letzten Bundesligaspiel, da hast du zweimal Pfosten und der war da drin. Ja, aber die Latte ist mir nicht mehr gut gesonnen hier. Vor allem die Latte. Also, im Spiel, bei FIFA. Schön. Oh, das war knapp. Wollte mich gerade zum Schuss ansetzen. Ja. Also, das war... So mache ich das auch immer. Also, ich bin da nett. Ich bring sie direkt um. müssen sie nicht so lange leiden. Ja. Ribéry. Der rennt und rennt und rennt und rennt. Gut so. Oh, jetzt ist Platz. Na, zu weit. Ja, Bayern hat das Spiel momentan im Griff. Ja, wobei man muss auch echt sagen, dass es Glück war, dass sie hier noch führen. Ja, das stimmt. Das ist wieder dieser Bayern-Dusel. Ja. Komm, hol ihn dir schnell. Erste Halbzeit ist gleich vorbei. Renn vorbei. Ja. Müller, dafür wirst du ausgewechselt. Oh, oh, Lewandowski! Was macht Lahn denn so weit da vorne? Keine Ahnung. Hab ich mehr Angst. Schön gemacht. Ja, jetzt! Zieh durch. Zieh Hummels. Einfach durch. Hummels. Erneut hätten wir hier treffen müssen. Ganz klar. Lahm rennt schon wieder so weit da vorne mit. Ah, gut so. Meine Fresse, jetzt mach doch mal hinne hier. Eieiei, neuer Wortschatz. Erst scheiße, jetzt meine Fresse. Also hab ich's jetzt. Schöner Block. Oh. So, Halbzeit. Rückstand hier zur Pause, obwohl wir eigentlich gleich viele Chancen hatten. 4:4, 4:3 aufs Tor. Du mehr Ballbesitz, ich mehr Zweikämpfe. Einmal habe ich gefoult, dafür gab es auch den gelben Kasten. 2:0 Ecken, Schussgenauigkeit bis bei 100%. Passgenauigkeit 90. Wow. Starker Wert. Oh ja. Also Bayern das Ding noch im Griff, muss aber aufpassen und hat wieder diesen schönen Dusel gehabt, aber jetzt will Bayern Deckel zumachen. Mhm. Ich habe gesagt, Bayern will Deckel zumachen. Oh, Griezmann. Ist ja ein sehr starker Spieler. Ja. Oh, da hat Ribéry sich aber jetzt gut behauptet. Oh, super. Rückt keiner nach. Das ist... Wow. Ah, ja, schade. Da haben wir ja auch noch nicht viel gesehen. Nee. Gut. Mann, ja, er hat da nicht weitergemacht. Gut gemacht, jetzt hier so. Freunde, reißt euch zusammen. Also verlieren dürfen wir auf gar keinen Fall. Bei dem Unentschieden bleibt es wenigstens spannend in der Statistik, sonst bist du ja fast schon bei Barcelona Gladbach, was ja auch noch hier heute Abend kommt. Ja. Zum Sampf wirklich gezwungen, sollte ich auf da jeden Fall durch. Definitiv. Aber noch ist ja ein bisschen Zeit. Och, das war doch kein Schuss, ey. Weil die zweite Halbzeit läuft gerade erstmal. Ja. So. Ja, wollte schon sagen hier. Ja, wir müssen da ein bisschen rabiater vorgehen. Ja. Ist er denn blöd? Muss er auch pfeifen? Ist er denn blöd? Das muss er doch auch pfeifen. Nee. Das gleicht sich jetzt wieder aus. Ich habe ein Bein verloren, du hast ein Bein verloren. Oh, Mann. Oh, Boateng macht das Spiel schnell. Boah.
Scheiße. Der hat schon gelb. Oh nein, 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 nein. Oh, der hat schon wirklich gelb. Das Gesicht habe ich mir gemerkt. Nach langer Zeit sehe ich hier den roten Kasten. Ja, das, oder? Doch. Ja, das ist schon Ewigkeiten her. Ja, gelb-rot, auf Wiedersehen. Ein guter Verteidiger verlässt den Platz. Der ist ja, glaube ich, in der Verteidigung. Rudin. Griezmann versteht die Welt nicht. Ich hatte in der Halbzeit schon überlegt, ihn auszuwechseln. Na gut, totaler Angriff. Ja, jetzt bleibt ja nichts mehr anderes übrig. Abseits. Boah, der hat das gezeigt, wo hier der Hammer hängt. Man kann es ja mal probieren, ne? Ja. Boah. So, Vidal. Thiago. Ribéry, er hat Platz. Jetzt nicht mehr. Ja, gut. Das ist Ecke. Gut. Es steht immer noch 1-0. Das macht das Spiel so gefährlich. Ja. EA. Gibt's ein Übriges dazu? Griezmann. Will das dritte Mal in Folge die Bayern schlagen? Schön, weiter, weiter. Gut gemacht. Ja! Das war gut. Das war stark! Oh nein! Das war so eine schöne Aktion. Ja, so schön freigelaufen. Da war Platz ohne Ende. Ah, das muss man dann machen. Ja. Alonso. Elfmeter! Für Gabi, die Frau im Team. Oh Mann, ey, das tut echt weh. Ich habe die Aktion nicht gesehen. Oh, Lewandowski. Na. Weiß nur. Scheiße. Das heißt 6 Punkte und 5 Tore. Ja. Das wird schwer. Ah, ich kann mich schon mal die Winterjacke rausholen. Also, hast du wieder auf meine wie schöne Mitte spekuliert? Ja, diesmal tatsächlich. Ich glaube, das gibt nachträglich noch gelb. Bisschen zu sehr in die Mitte. Das sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt ist die Stimmung hier aber auch am Kochen. Mann, Alter, ich kraste dich aus! Wie dumm ist der denn? Ey, wie kann man als Verteidiger so bescheuert sein und bleibt da stehen? Ja. Oh, ich bin auf dein Highlight-Video gespannt. Ohne Scheiß. Ich liebe ja, muss man ja sagen, ich spiele zwar selber mit, aber diese Highlight-Videos sind göttlich. Wer das noch nicht gesehen hat, Leute, müsst ihr unbedingt nachholen. 13-0, oh, ist das... Ist das ein Kack? Damit hat Mucke innerhalb von einer Partie seinen ganzen Vorsprung verdoppelt. Oh, machen 4-0 raus. Ist das dumm. So, Vidal mit einem Doppelpack und Lewandowski mit einem Doppelpack. Ihr seht, wie gesagt, es sind noch ein paar Minuten zu spielen. Alter. Ruhig bleiben. Für 4-0. Aber hier ist natürlich Platz. Ei, Scheiße. Ich hab Scheiße gesagt.
Oh ja, das war gut, das war gut. Oh. Oh, jetzt perfekt. Und eine Ecke gibt es auch nicht. Yeah. Oh, die letzten 4 Minuten. Ja. Okay, wen habe ich denn da alles noch drin? Och, guck mal hier, ich habe den Robben noch hier. Der kommt für Vidal. Okay, ich bin bereit. Ah, das tut echt weh. Das schmerzt. Ah, schön zu null vor allem. Das gefällt mir richtig gut. Oh. Oh. Ja, gut so. Das war ein Fußball von Augusto. Gelb. Und versucht auf Holländisch erstmal alles zu klären. Er macht schon so eine Stadtkäse. Das war ein schlechter Freistoß. Jetzt, zieh durch, jetzt. Zieh durch. Oh Gott. Also, Alter. Ich glaube, du willst die 0, oder? Oh Mann! Das war ein Debakel. Eieieiei. 5 zu 0. Da durfte Koman dann jetzt auch nochmal in die Kasten schießen. Ist das eine Scheiße? Ja, das heißt, du bist jetzt eigentlich schon gezwungen, alle restlichen 3 Spiele zu gewinnen. Ja. Ja, gib dafür doch noch eine Karte. Nö, der wird abpfeifen. 5 zu 0 gewinnt hier Bayern und zeigt demonstrativ, zumindest hier in FIFA, dass die Krise um ist. Und das war für die Statistik Gold wert. Ja, das stimmt wohl. Schüsse, also ich lieg gar nicht so weit da weg. Na gut, Schüsse aufs Tor, da hast du doppelt so viele, aber dass da gar keiner reingeht, ey, das ist so bitter. Du, mehr Ballbesitz, ich mehr 2 Kämpfe, mehr Fouls. 4 gelbe Karten gab es bei mir. Ja, und ich habe nicht einmal gefoult. Und eine rote, Abseits 1-0, Ecken 2-2, Schussgenauigkeit 90%, super Wertpassgenauigkeit auch ganz stark. Also, super Spiel von Bayern, jetzt bin ich echt unter Zugzwang, nachher Barcelona gegen Gladbach. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wir freuen uns auf euch, bis dahin, tschüss. Tschüss.